Guten Morgen, Trader und Investoren. Donnerstag, 16. August, Marktausblick mit mir. Disclaimer ist in full effect. Wir können mehr verlieren, als wir einsetzen. Das müssen wir und dürfen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Copyright ist in effect und ich kann kein Investment oder Trading Advice geben, alles nur zu Ausbildungszwecken. Wir haben in 26 Minuten Pfundzahlen, Retail Sales wird besser erwartet. Schauen wir, was da kommt. Was war in der Asian Session? Aussie Dollar, leichte Erholung. Hat also unseren Short Aussie gegen Yen getriggert. Jetzt, wenn ich rüberschaue, sehen wir, wie Aussie ein bisschen underperformed hat, jetzt aber wieder kommt und der Yen hat sich ein bisschen erholt, jetzt aber wieder abfällt. Gut, alles in Ordnung. Ne? Sehen wir hier sehr, sehr schön. Aussie Dollar Stärke, trotz schlechter gekommener Arbeitsmarktdaten und Risk on Sentiment, komme ich gleich drauf, warum dem so war. Hallo? So, Andrea und ich haben einen neuen Computer bestellt. Das heißt, oder bestellen den nachher. Tradeplan vom 15. August. Short Aussie Yen Open. Ne? Wir sind getriggert worden. Hier oben ist unser Loss. Ich sagte, sieht ein bisschen nach Akkumulation aus. Hier der Stop Run, hier der Spring. Alles gut. Dennoch overall Weekend. Schauen wir mal. Ne? Risiko ist, dass es befindet sich eine Handelsdelegation auf dem Weg von China nach Washington. Seit 2 Monaten wollen die Unterhändler wieder verhandeln. Und das führt hier zu diesem Drehen im Risikosentiment. Und das hatten wir auch gesagt. So, wichtige Zahlen für heute. Retail Sales, leichte Erholung wird erwartet im britischen Pfund. Schauen wir mal. Ich muss mir kurz angucken. Wow, massive Rebounds im Euro sehe ich gerade. Sehr schön. Ja. Schauen wir mal, ob die Händler es schaffen, den Markt noch ein bisschen runterzuziehen und dann, wie die Zahlen kommen. So. Was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes heute Nachmittag um 14.30 Uhr kanadische Zahlen. Non-Farm Employment Change vom ADP und Manufacturing Sales wird leicht schlechter erwartet. Und dann kommen die Building Permits, das ist ein führender Wirtschaftsindikator, aber wir sehen, die kommen immer so um die 1, immer. Also seit geraumer Zeit kommen die ähnlich wie die Unemployment Claims in einem ähnlich bleibenden Band, von daher nicht so viel Vorhersagekraft dafür. Aber dennoch halten wir ein Auge darauf, auch auf die Housing Starts. Warum? Weil wir parallel schauen, wie viele neue Kreditanträge gibt es bei den Banken in den USA für Hypotheken. Das ist eher für uns relevant und interessant. So, also solange Building Permits steigt und Housing Starts steigen, sind wir, das wissen wir alle, zwar im späten Teil des Wirtschaftszykluses in USA, aber durch die Steuerreform verlängert sich hier dieser Zyklus. Aktien gestern rot. Rot bis auf im Consumer Goods. Financials abgegeben, Tech abgegeben. Es war schrecklich, aber viel, viel schlimmer war Tencent in einer der drei großen sozusagen asiatischen Fangs oder chinesischen Fangs. 175 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verloren, sagte ich gestern schon, größter Verlust an Marktkapitalisierung an einem Tag oder in der Geschichte der Menschheit. So, rot. Gestern war alles rot, rot, rot across the world. Kein sehr schöner Tag. Dennoch sehen wir, australischer Dollar hatte outperformed und Yen underperformed. Das ist dieses leichte Risk on Sentiment, was gestern Nacht reinkam. Und ich sage gleich, warum, wenn der Computer mitspielen würde. So. Ach, es dauert ewig. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich ein Virus mir eingefangen habe. Es ist einfach Horseshit. Jetzt macht er gar nichts mehr. Ich mache mal Pause, bis er sich entscheidet, weiterzuarbeiten. So, wir machen jetzt immer mit Pause-Knopf. Falls einer Ahnung hat von den Zuschauern, what the fuck this problem could be, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn mir einer schreibt. Ich verstehe es nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Er macht gar nichts mehr. Von jetzt auf gleich, ich habe Nvidia-Grafikkarten bis zum Anschlag drin. Ich denke immer, es hat mit den Grafikkarten zu tun. Es war kein Bluescreen, der hat geflattert, aber seitdem macht er gar nichts mehr. Eine Webseite aufmachen dauert 30 Sekunden. Ein Dokument öffnen dauert bis zu 45 Sekunden. Ich kann gar nichts mehr machen. Einzige, was funktioniert, ist Ninja Trader. Also trade ich fröhlich weiter. Aber sorry, zurück zur Performance. Wir sehen also Basic Materials absolut underperformed. Warum? Weil wir sowohl in Emerging Markets, der MSCI Emerging Markets ist in einem Bärmarkt-Territorium, das heißt vom High bis zum gestrigen Preis, der Preisverfall 20% ist die offizielle Definition vom Bärmarkt.
Szenario. Und wir hatten Kupfer ebenfalls starker Abverkauf, wobei Kupfer gestern dann nochmal einen ganz leichten Test gemacht hat vom Low und dann leichtes Rebound. Aber das spiegelt sich eben im Sektor Basic Materials wieder, dass er abverkauft hat. Wir sahen eben alles rot auf der Karte. Das heißt, Aktien über Nacht waren auch schwächer in Asien. Sentiment verbesserte sich dann aber, als über den Ticker kam, dass diese Handelsdelegation nach Washington unterwegs sein wird. Dann hatten wir gelesen oder gehört, kam über den Ticker, dass Katar 15 Milliarden in die Türkei investiert und parallel hat die Verbrecherin Merkel ein Treffen der Finanzminister Deutschland mit der Türkei arrangiert. Warum? Warum ist dem so? Wir hatten letztes Jahr 37 Milliarden Euro Handelsvolumen Deutschland und Türkei. Wir haben 6.500 teilweise oder gänzlich in deutscher Hand besitzenden Firmen, die in der Türkei operieren. Und die Türkei ist das 16. größte, stärkste Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland, sogar noch vor Japan. Allerdings wird Deutschland keine 15 Milliarden schicken, so wie Katar das gemacht hat. Das heißt, wir können im besten Fall einen warmen Händedruck machen. Mehr geht da nicht. Im Hintergrund haben sie wahrscheinlich auch unsere Berliner Politiker, die an der Macht bleiben wollen, den Flüchtlingsdeal, den sie mit der Türkei haben. Die EU zahlt ein paar Milliarden dafür, dass die Türkei weniger rüberlässt. So, Aussie-Dollar, schlechtere Arbeitsmarktzahlen, dennoch der Aussie besser gekommen. Warum? Weil der Renminbi sich konsolidierte. 6,9 war da der Kurs. Konsolidierung also leicht besser. Deshalb konnte der Aussie-Dollar-Verfall mal anhalten und der Aussie-Dollar in dem Moment, wo ich den Espresso produziert habe, bei 0,7262. Sehr schön. Ich halte immer parallel noch ein Auge auf den S&P. Der kommt wieder und der Euro. Und der Euro bei 1,14. Eine Sekunde, ich muss kurz traden. Sorry, gerade Euro gegeben. Wir sind dann nämlich an einem signifikanten Preisniveau gewesen, was ich angeschortet habe. So, jetzt können wir weitermachen. Konsolidierung Aussie-Dollar, da waren wir zuletzt stehen geblieben. Alright, Blick across the markets. Dollar-Index steigt. Und er steigt sehr, sehr schön. Der Dixie ist immer noch über 96,50. Und das ist auch relevant. Hallo, Herr Computer, danke sehr. So, der Euro 1... Gut, hier ist es 1,13674, weil es der Euro-Dollar ist. Ich handle aber den Future. Da möchte ich gleich was zu sagen. 1,15 ist da ein Barrier to the Upside und nach unten ist Polen offen. Das sagte ich gestern schon, das kann ich nicht oft genug wiederholen. Das sieht wirklich übel aus. Crude abverkauft. Wir hatten die Woche APIs. Da war ein unerwarteter Bild, also mehr Öl auf Halde als erwartet, spricht für im übertragenen Sinne Logikkette schlechteres globale Nachfrage, impliziert schlechteres globales Wirtschaftswachstum, impliziert niedrigere Inflationserwartungen und wir hatten gestern dann auch noch einen unerwarteten Bild und dann gib ihm. Und habe ich richtig schön Geld gemacht gestern. Einfach draufklopfen. Wenn so eine Zahl kommt, brauche ich nicht lange überlegen, drauf. Treasury Bonds, die Kurve gestern, vor allen Dingen die 2er-10er auf 25 Basispunkte geschrumpft. Achso, das habe ich ja alles auch aufgeschrieben. Das ist ein 11-Jahrestief. 11-Jahrestief, warum, weshalb, wieso? Da müssen wir ein Auge drauf halten. Wie gesagt, wenn die sich invertieren sollte, dann hätten wir einen sehr, sehr starken Indikator für kurz- bis mittelfristig auf uns zukommende Rezession. Sorry, ich war abgelenkt. Ausbildungsfolie für heute, italienische Banken. Sagt ihr, wieso, Jay? BBVA hat doch das höchste Exposure auf Türkei. Und ja, aber der BBVA-Short, den ich vor 2 Wochen schon gepostet habe, der ist ja schon gelaufen. Danke, Philipp, du hast es gestern oder heute Morgen in der Gruppe gezeigt. Sehr gut. So, ich möchte euer Augenmerk legen auf europäische Banken. Wilder Chart, was sehen wir hier drauf? Wir sehen auf der einen Seite die Candles. Euro, Stocks, Bankensektor im Keller. Warum im Keller? Parallel dazu 10-jährige italienische Zinsen. Ich weiß nicht, wie oft ich das im Morning Espresso hier gesagt habe, aber ist es normal, dass Italien sich günstiger refinanzieren konnte, zum Beispiel im 10-Jahres-Zinssatz, als die Vereinigten Staaten von Amerika? Also, USA, Nummer 1 Volkswirtschaft der Welt,
noch hat China sie nicht überholt, musste mehr drauf zahlen als Italien, draufschreiben als Italien. Das macht keinen Sinn. Das war einzig und allein aufgrund von der Geldmarktpolitik von Mario Draghi und Konsorten. Von daher ein Auge drauf halten, wie die Refinanzierungskosten für Italien ansteigen. Und jetzt möchte ich es gerne, und dann sehen wir hier die drei größten italienischen Banken. So, Italien, drittgrößte Volkswirtschaft innerhalb der EU und drittgrößter Rentenmarkt der Welt. Alleine die Staatsanleihen sind 2,3 Billionen Euro groß. Ja? Riesig. EZB-Ankaufprogramme sorgten für künstlich niedrige Refinanzierungskosten, habe ich eben gerade versucht zu erklären. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in Italien war 1,2%. Im vierten Quartal letzten Jahres wuchsen sie noch um 1,8%. So, was bedeutet das jetzt für uns? China-Wachstum schwächt sich ab. Haben wir auch jetzt die Woche gesehen, schlechtere Zahlen. Globales Wachstum impliziert dadurch ebenfalls sich abschwächend, weil China die Lokomotive ist. Bedeutet, italienisches Wachstum könnte sich ebenfalls abschwächen. Schwächeres Wirtschaftswachstum heißt weniger Einnahmen an Steuern, bedeutet Haushaltsbudget, was jetzt gerade im Moment von der stark rechts, stark linksen Politik in Italien verhandelt wird. Das steht zur Debatte. Die wollen natürlich hunderte von Millionen an zusätzlicher Kohle rauslatzen. Die wollen den Armen helfen, etc. pp. Die Programme kann man alle im Internet nachlesen. Bedeutet aber, es muss ja irgendwo ja refinanziert werden. Ah, da sind wir beim Thema Refinanzieren. Die Zentralbanken fangen aber an, ihre expansive Geldmarktpolitik runterzufahren, angeführt von der Fed. Die Fed ist einem Zinserhöhungszyklus. Selbst Draghi sagt, Q3, Q4 nächsten Jahres wird der erste Zinsschritt höher sein. Das bedeutet, dass sich italienische Staatsanleihen verteuern, also der Zinssatz verteuern wird. Sie werden im Preis fallen. Italien muss aber über 300 Milliarden an Staatsschulden allein bis Ende 2019 refinanzieren und das dann zu höheren Zinssätzen. Das heißt also, auf einmal leidet dein Haushaltsbudget. Und warum? Weil du einen höheren Posten reinrechnen musst für höhere Zinsausgaben. Punkt 1. Punkt 2. Kannst du innerhalb von der EU vorgeschriebenen 3% Defizitregelung Klausel bleiben? Das ist die große Frage. Sage ich gleich was zu. Italienische Banken sind wiederum massiv in italienischen Staatsschulden investiert. Und das ist und wird und ist das Megaproblem, was wir bei Italien schon auf dem Radar haben müssen, dürfen, können, sollen. Okay? Italienische Banken short als Trade-Idee. Das ist mir wichtig, dass wir das unter Umständen auf dem Radar haben. So, achtet also auf einen Anstieg in den sogenannten Non-Performing Loans bei italienischen Banken als Trigger. Und am 8. Oktober wird der italienische Haushaltsplan der EU präsentiert. Da erwarte ich viele, viele Headline-News, da kann es richtig zur Sache gehen. Ich bin gespannt, wie das Baby ausgehen wird. Also, Research machen, Google aufmachen, schauen, welche italienischen Banken und wer mir jetzt schreibt, Monte, alles gut, aber schaut euch die italienischen Banken an und schaut euch dort an, welche haben einen Anstieg in Non-Performing Loans und parallel dazu auf dem Radar haben, wie stark steigt die Refinanzierungskosten für den Staat Italien. Sehr schön. Damit kommen wir zum Trade-Idee, wenn der Computer umschaltet. Ich mache wieder Pause. Sehr schön, meine Trade-Idee, das muss ich auch mal ändern, das zeigt er andersrum, ist Trade Short Euro-Dollar. Aber ein bisschen langfristig, also keine Panik jetzt. Ne? Das hat alles noch ein bisschen Zeit. Also, ich hätte ganz gerne, dass wir die Liquidität da oben abgreifen und dann abfallen. Best-Case-Szenario, Stop ist diese Linie hier drüber. Im Grunde genommen ist das mein Lieblingslevel da oben, 1,15 zu shorten. Da würde ich sehr gerne, weil das Roll Reversal ist, draufklopfen. Aber inhärente Schwäche, ich weiß gar nicht, ob wir da hinkommen. Ja, im Moment ist das hier eine Erholung, ABC, Pipapo, deswegen auch dieser Trade wie eingezeigt. Ich mache das manchmal sehr lapidar, ne? Aber das ist halt alles easy peasy. So, Risk on und oder positive Entwicklung im Handelskrieg kann natürlich dazu führen, dass die Risikoflows, die jetzt in den US-Dollar gegangen sind, bei Risk-Off, rauskommen. Dadurch würde der Dollar abverkaufen, deswegen Auge auf den Dixie halten und der Euro könnte wieder steigen.
Oder aber ein Short Squeeze. Denn wie sage ich oft so lapidar, der Typ von der Pommesbude kennt jemanden, dessen Großmutter und deren Hund sind Short Euro. Und darauf dürfen wir mal achten. Wenn schon jeder Short ist, wer soll dann noch shorten? Okay? Also, ich weiß nicht, ob wir uns morgen sprechen. Ansonsten sprechen wir uns nächste Woche, hoffe ich. Und nochmal, wer möchte und den institutionellen Prozess erlernen möchte, der ist sehr herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden, zu schreiben, anzurufen. Wir können alle Fragen beantworten. Wir haben sehr, sehr aktive Ausbildung und sehr aktive Gruppe und das finde ich sehr gut. Das Niveau ist auf einem extrem hohen Level. Ich habe gestern eine Frage bekommen von jemandem, dem habe ich noch nicht geschrieben. Vielleicht hört derjenige dies ja, ob er nicht erst diese 9-stündigen Videokurs macht und sich dann überlegt, ob er kommt oder nicht. Ich verrate dir jetzt was. Entweder du committest dich auf diesen Beruf. Und dann committest du dich zu unserem Team und dann wartet viel Arbeit auf dich, aber es wird dein Leben verändern, weil du wirst so viel institutionelles Wissen abgreifen, wie du aus keinem Buch oder Videokurs und schon gar nicht umsonst auf YouTube bekommst. Wenn überhaupt sehr, sehr viel auf YouTube, dann schon bei mir im Kanal in den letzten 2 Jahren umsonst rausgehauen, damit wir gar keine Diskussionen darüber führen müssen, ob das alles Hand und Fuß hat, was wir machen oder nicht. Auf der anderen Seite verstehe ich den Gedankengang. Ja? Es kann sehr einschüchternd wirken, wenn man den Morning Espresso hört und sich das ansieht und denkt, um Gottes Willen, das werde ich alles nie verstehen. Doch, die Logikketten sind alle zu verstehen. Ich erkläre es manchmal sehr krass. Ich lache dann und die meisten im Seminar auch. Es macht sehr viel Freude, aber es ist nichts für jemanden, der einen Indikator haben will, der grün kaufen und rot verkaufen macht. Das gibt es nämlich nicht. Newsflash. Das gibt es nicht. Und für diejenigen, die abends nach der Arbeit sich hinsetzen und Indikatoren-Settings basteln und glauben, sie können ihr eigenes Computersystem machen, sage ich nochmal, wenn es einen Algo gäbe, dann hat den Citadel oder Goldman im Keller stehen, aber den wirst du nicht nebenberuflich zu Hause bauen über irgendwelche Softwarepakete, die du dir kaufst. Not happening. Passiert nicht. Ist ja auch Logik. Ist alles logisch. Der Markt übertreibt, aber die Marktmanipulation versuche ich euch eben beizubringen und zu zeigen. Warum, weshalb, wieso. Ist ein ganz klarer, eindeutiger Prozess, den ihr am Ende der 3 Tage mitnehmt. Für diejenigen, die sich anmelden und kommen wollen, wir haben am 1. und 2. September unser Community-Sommerfest. Das wird großartig, abends mit Grillen. Ein Tag nur Vorträge, zweiter Tag nur Wellness, Sport und Socializing. In diesem Sinne wünsche ich euch, falls wir uns morgen nicht sprechen, ein super Wochenende. Hier sind meine Kontaktdaten. Ruft mich an, schreibt mir eine WhatsApp oder eine E-Mail bei Fragen. Ich freue mich für jeden, der noch kommt. Es sind noch 10 Plätze frei. In diesem Sinne, Happy Weekend, Trade Smart, Live Free und wir sprechen uns nächste Woche. Bis dann, bye bye.